sehr gut. Strafentag? Das ist mega komisch. Super weird. Jetzt hör mal auf! Ich komm rein, oder? Ja. Das ist eine Weltpremiere bei Das schaffst du nie. Ari und ich sind heute ein Team. Team. Wir bestrafen zusammen Simon Will, der letzte Woche bei uns zu Gast war. 90 Minuten ab 3, 2, 1, jetzt. Loser. Ihr könnt rauskommen. Was? Alter. Ich weiß, dass wir eine Bestrafung bekommen. Ich weiß noch nicht, was für eine Bestrafung. Es ist immer noch komisch. Weil das Problem ist ja, wenn man so an unsere Strafen denkt, ne? Zum Beispiel. Nein! Bitte nicht! Hey! Auf! Nein! Nein! Dann merkt man einfach, wir sind kein Team. Nein, wir sind Erzfeinde. Aber wir wollen natürlich, dass wieder Gäste zu uns kommen. Deshalb haben wir uns für den Simon was Nettes einfallen lassen. Es ist wirklich sehr nett. Es gibt bestimmt Leute, die würden dafür Geld bezahlen. Von allein, sagt mein Mann, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann, wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Ja, toll, ich sehe jetzt scheiße aus, genau. Da. Erstmal bei den anderen testen und dann sich aufbügeln. Wie viel wäre euch denn sowas hier wert? Ari, auf schreibt's gar... mal in die Kommentare. Nein! Die zwei Meisterdiebe präsentieren den allerersten offiziellen Simon Will Das schaffst du nie Superfan-Merch. Das Paket schicken wir jetzt direkt zum Simon nach Köln. Per Express. Oh no. Ich befürchte das Schlimmste. So. Okay. An Simon Will, unser größter Fan. Das ist doch schon mal gut. Okay, dann hier auf jeden Fall ein freshes Outfit. Lieber Simon, lieber Verlierer. Hier ist deine Strafe, obwohl man hier gar nicht von einer Strafe sprechen kann. Denn du als unser größter Fan darfst einen ganzen Tag lang Werbung für deinen liebsten YouTube-Kanal machen. Okay, verstehe. Also, all dieses Material ist dafür da, dass ich Werbung mache. To-do, Aufgabe Nummer 1. Einkleiden im offiziellen Das schaffst du nie Fan-Outfit. Das wird, denke ich mal, hier der Onesie sein. Dann Flyerboy sein und Leute überzeugen, ein Abo dazulassen. Okay, mit dem Flyer, mit dem QR-Code. Aufgabe 3. Hänge 10 Plakate an den coolsten Orten Kölns auf. 10 Stück soll ich davon aufhängen. Das ist an sich kein Problem. Wir fahren jetzt halt gleich los und sind dann gar nicht mehr in Köln. Viertens. Klebe die Sticker in deiner Lieblingstoilette der Stadt. Hier sind ein paar Sticker, okay. An irgendwelche Toiletten backen wir die dann? Ja, das hab ich hinbekommen. Und zuletzt sagt der Welt mit dem Megafon, dass Das schaffst du nie, der beste Kanal der Welt ist. Perfekt, die letzte Karte. LG, Avi und Marc, okay, Hammer. Simon, wir würden es nicht machen wollen. Viel Spaß damit. Dann würde ich sagen, ich schlüpfe mal direkt in diesen Onesie hier rein. Mal gucken, in welche Stadt wir dann jetzt gleich rauskommen. Und let's go. Okay, let's do it! Warte mal. Also letztes Mal, wo ich geguckt habe, sah der Kölner Dom irgendwie noch ein bisschen höher aus. Die Flyer sind auf jeden Fall sehr überzeugend. Hinten dann natürlich der QR-Code. Hey,
Ich und mein bester Buddy, die Ari. Wir beste schauen uns Buddy. Jetzt das Video von Simon Will an. Mhm. Max Seibold und ich, ein Team. Das wird nie mehr natürlich passieren. Natürlich. So. Wollen wir noch ganz kurz davon einen Outfit-Check machen? Erstmal haben wir wirklich diesen extrem attraktiven Onesie. Nice. Oh Gott, bin ich froh, dass ich das nicht mache. Er sieht aus wie eine Gelbwurst. Sogar für mich personalisiert unser größter Fan Simon Will. Ganz wichtig, darf nicht fehlen, die Socks. Boah, yes. Lässig. Hier ist das Ganze nochmal in groß. Ah, das sieht gut aus. Und zu guter Letzt natürlich die Kopfbedeckung, einmal die Cap. Stark. Mhm. Und natürlich diese wunderschöne Brille. Und ich glaube, mit diesem Swag Overload kriegen wir auf jeden Fall ein paar neue Abonnenten generiert. Swag Overload, der ist motiviert. Hallöchen zusammen. Ja, die sehen aus wie unsere Fans. Hallöchen. Ganz ehrlich, man sagt doch nicht Hallöchen. Ja? Wirklich. Würde ich Ihnen einmal gerade hier diesen Flyer zur Verfügung stellen. Es geht um einen YouTube-Kanal. Tatsächlich den besten YouTube-Kanal der Welt. Aha. Ja. Da drückt er sich gut aus. Da kann man doch direkt mal ein Abo da lassen. Und Abo da gelassen. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Den habe ich tatsächlich bestellt bekommen von DSDN. Kennt ihr DSDN? Die hat ja ganz falsch ausgesprochen. Absolut, das kann sein. Ja. Falls ihr Simon Will kennt, Simon Will ist ein Haufen Schmutz gegen diesen Kanal, denn das hier ist der beste Kanal der Welt. Ich kann ihn auch allen gerne Flyer verteilen hier. Danke. Einmal vorbeischauen. Kommt wirklich hochgradiges Entertainment. Guck mal, hinten ist ein QR-Code drauf. Bitte einmal alle draufgehen. Das ist eine freche Art. So. Und die machen doch alles für den. Das sind 1, 2, 3, 4 Abos. Perfekt, super. Muss man wieder zwei Tage nicht arbeiten. Genau. Natürlich! Hey, ganz ehrlich, wir haben echt einen Haufen neue Abonnenten für DSDN. Das ist echt Hammer. Den würde ich euch einmal überreichen. Danke. Ha! Abonniert! Schon fast 1 Million. Ja, da kommen die 1 Million dann schneller als gedacht, wenn man noch ein paar Mal den Wyman Sill hier raus auf die Street schickt. Stellt euch mal vor, was wir für ein Spezial machen würden bei 1 Million Abonnenten. Wow! Wow. Ich werde. Nein. Hä? Was? Hä? Ein kleiner Flyer, falls heute es nach dem Feierabend ein bisschen langweilig wird. Guck mal, wie nett die sind. So, das ist nämlich Berlin hier. Guck mal, da wird nett gelächelt. Der sieht doch total doof aus. Aber nein, man fragt nicht, haben Sie was genommen, sondern na, was wollen Sie mir denn geben? Ganz wichtig, natürlich auch nicht zu unterschätzen, die Kraft der Printwerbung, wenn man eben nicht direkt mit Leuten spricht. Der erste Ort, wo wir die erstmal platzieren, ist einfach hier genau in der Mitte an diesen zwei Säulen. Jeweils ein Plakat, damit es auch wirklich schön auffällt. Für mich auch ein besonderer Moment. Einmal auf dem Plakat am Brandenburger Tor zu hängen. Hervorragend! Diese Werbekraft ist nicht zu leugnen. Sehen Sie das? Direkt nein! Aber ey, Boys, es war ein kurzer emotionaler Moment. 3 Sekunden lang emotional. Aber das war wunderschön. Ja. Aber ey, Boys, ihr wurdet davon angezogen. Ja, natürlich. Danke, danke. Ja, sehen Sie, die Werbekraft. Jetzt ist leider wieder weggeflogen, aber die Effektivität wurde schon bewiesen. Was, wir können sie festheben? Ja, das wäre natürlich mega. Oh, guck mal, mitvereinigt. Wow. So. Ich kann euch als Gegenleistung auf jeden Fall anbieten, einen wunderschönen Flyer auch noch mit nach Hause zu nehmen. Ja. Dann könnt ihr daheim direkt per QR-Code DSDN abonnieren. Ja. Den besten Kanal der Welt, habe ich gehört. Hast du gehört? Weißt du doch selber. Erzählst du mir doch jedes Mal, wenn du mich um 22.30 Uhr zur Bettzeit anrufst. Ein Fotoautomat. Ich würde sagen, wenn man ein Foto von sich macht in einem Fotoautomat, hat man direkt danach Bock auf ein bisschen Entertainment, oder? Absolut. Ja, ehrlich, wie gut fühlt sich das hier bitte ein? Ja, perfekt. Ist echt gut. Es wäre natürlich auch schön, wenn ein paar richtig einflussreiche Menschen sehen, was der beste Kanal der Welt ist. Deswegen hier direkt am Eingang von dieser wunderschönen Bahnstation. Ich glaube, hier ist gut aufgehoben. Nee, er ist auch zufrieden mit seiner Arbeit. Das sieht man. Er ist ein ganz glücklicherer Mensch als davor. Ja. Aaron, Hallöchen, ich habe ein Geschenk für dich. Schau dir direkt auf den Pimmelmonkey weg. Wunderschön, guck mal. Ich muss seriös arbeiten. Der beste Kanal der Welt, jetzt abonnieren. Hier extra mit QR-Code. Das schaffst du nie. Seit wann bist du denn da? So! Seit wann bist du denn da? Ja, seitdem mein Maskottchen ist. Sag mir das jetzt auch. Seitdem ich Maskottchen bin. Ja, das wollen wir zählen. Ich bin da gar nicht, aber ich muss leider zugeben, es ist der beste Kanal der Welt. Ich habe eine Challenge dabei, ich habe verloren, deswegen der beste Kanal der Welt. Hey, Aaron ist der beste Kanal der Welt, danach kommt Rambazam. Können wir das im Nachhinein eh noch rausschneiden jetzt, oder ist dafür jetzt schon zu spät? Hallo, hallo. Thomas, schau dir auf. Okay, viel Erfolg noch euch. Ciao, ciao. Aber natürlich wollen wir auch Menschen in ganz Deutschland erreichen. Bringt ja nichts, wenn es nur in Berlin ist. Deswegen beglücken wir jetzt auf dem Weg nach Köln noch die eine oder andere Autobahnraststätte. Das sieht schon wirklich sehr, sehr schick aus, aber noch schicker wird's.
Autobahn rast. DSDM-Plakat. Hallo? Ja, sehr gut. Und jetzt gerade fällt mir auch ein, dass wir auch noch ein paar Sticker in unsere Lieblingstoiletten der Stadt kleben sollen. Und Leute, wirklich, also klar. Sticker habe ich natürlich auch noch reichlich. Jetzt hier auf die... Das ist interessant, so sieht das bei euch aus. Das ist ja widerlich. Sehr froh, du kannst es nicht riechen. Dann würde ich sagen, sollten wir mal nach Hause, um den wichtigsten Part noch zu erfüllen. Wir lassen den Dom in Köln. Sage der Welt mit dem Megafon, das. DSDN, der beste Kanal der Welt ist. Abonniert jetzt alle DSDN. Ist das traurig? Ist das traurig? Das war der traurigste Anblick meines Lebens. So random. Das letzte Plakat hängen wir einfach direkt hier hin. Gleich neben dem Brandenburger Tor. Und damit wäre Plakat Nummer 10 offiziell angehängt. Mein Job wäre damit erledigt. Das hat er richtig, mit richtig Elan und Motivation in gemacht. Berlin und in Köln an den Wahrzeichen der Stadt. So. Vielen, vielen lieben Dank und ja, vor allem auch danke für diese ganzen Sachen. Megafon, wundervolles Outfit. Simon Wild, es war sehr schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Und schön, dass du jetzt unser Maskottchen bist. War eine Top-Bestrafung. Gerne wieder. Macht es gut. Jetzt ist ja aber klar, was man tun sollte, wenn man noch kein Abo hat. Und zwar eins da lassen. Und wenn wir 1 Million kriegen, dann kommt eine ganz tolle Überraschung. So. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist denn der Simon Wild so großer Fan? Einfach hier mal klicken. Wir konnten ihn ja kaum aufhalten, damit zu machen. Und hier meine allerliebsten Funkkollegen Cinema Strikes Back mit den 20 besten Filmen aller Zeiten. Das ist ja eher ein Zzzz, nicht ein